Dieses Video ist lang, aber total entscheidend. Ich hoffe, es wird dein Leben verändern. Deshalb schaffe den passenden Rahmen, hol dir was zu trinken, mach's dir gemütlich und nimm dir genug Zeit für diesen wichtigen Schritt. In einem Rhetorikseminar habe ich gelernt, man soll die Leute abholen, indem man eine Frage stellt, bei der sich alle angesprochen fühlen. Aber das möchte ich hier bewusst nicht machen. Denn wenn du verstanden hast, an welchem existenziellen Punkt der Menschheitsgeschichte wir stehen, dass die Klimakatastrophe unsägliches Leid über die Menschheit bringen wird und dass wir die Letzten sind, die das verhindern können, dann brauche ich dich nicht abzuholen oder zu motivieren. Dann bist du einfach nur gespannt, welchen Weg ich sehe, wie wir diese Welt noch retten können. Hast du es aber noch nicht verstanden oder fühlst du nicht dieses schreckliche Problem, das vor uns steht? Dann hast du hoffentlich noch nicht mein erstes Basisvideo gesehen und solltest jetzt unbedingt wechseln. Denn sonst wäre das hier verlorene Zeit und Zeitverschwendung wäre extrem fatal, wie ich im ersten Video erklärt habe. Da ich wirklich auf viele Dinge aus dem ersten Basisvideo aufbaue, solltest du in dem Fall jetzt wechseln. Die meisten Wissenschaftler sagen, wir könnten es gerade noch schaffen, die Klimakipppunkte zu vermeiden, wenn wir einen sofortigen und radikalen Umschwung unseres Systems herbeiführen würden. Gleichzeitig ist das existenzielle Problem seit über 30 Jahren klar benannt und dennoch ist kaum etwas passiert. Und auch heute, trotz der Bemühungen der vielen Menschen in der Klimaschutzbewegung, ist keine radikale Wende in Sicht. Das Wegschauen der Gesellschaft, die Langsamkeit des politischen Systems und die Lobby der fossilen Industrien scheinen einen schnellen Umbruch unmöglich zu machen. Doch wie können wir es schaffen, dass die Politik endlich entschlossen handelt und uns so in eine neue Welt führt, sodass nicht zig Milliarden Menschen in den nächsten Jahrtausenden unsägliche Leiden ertragen müssen? Auch wenn du keine Kinder hast und wir die meisten Menschen nie kennenlernen werden, es sind solche Menschen wie jene um uns herum, die wir so lieben. Menschen wie wir selbst. Mein Ziel ist es, diese wunderbare Welt zu erhalten, sodass noch viele Menschen solch ein schönes Leben genießen können, wie ich es kann. Leute, so wunderschön ist die Welt. Wir brauchen nirgends hin nach Brasilien oder Kenia. Wir haben alles hier, was wir brauchen. Wir können hier glücklich sein. Oder was meinst du da hinten? Alles perfekt? Gut. In meinem freien Jahr habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, wie wir unsere Welt unter diesen beschissenen Bedingungen wirklich noch retten können. Und ich sehe nur einen einzigen Weg. Und zwar, dass wir eine noch nie dagewesene und sich selbst verstärkende Welle des Bewusstseins in der Gesellschaft auslösen. Eine Revolution aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Das zaghafte Handeln der Politik ist nämlich nur ein Spiegel des kläglichen Handelns in der Gesellschaft. Denn größtenteils fehlt uns immer noch das praktische Bewusstsein für die existenzentscheidende Situation, in der wir uns befinden. Wie viele Politiker sagen wir zwar, dass etwas gegen den Klimawandel getan werden muss, aber verhalten uns gleichzeitig klimaschädlich. Wir investieren doch lieber unsere Zeit, uns zu überlegen, was für neue Sachen wir uns kaufen wollen, anstatt auf eine Demonstration zu gehen. Aber wenn wir es schaffen, eine Welle des Bewusstseins zu erzeugen, welche die Menschen in ihrem Herzen trifft und sie fühlen lässt, dass wir die Letzten sind, welche diese schöne Welt hier noch retten können und es hierzu nötig ist, diese Welle zu verstärken, dann wird sich weder die Politik noch die Wirtschaft diesem Wandel entziehen können. Wenn eine Welle des klimafreundlichen Handelns durch die Gesellschaft geht, dann wäre die Politik nach kurzer Zeit gezwungen, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, denn sonst würde sie abgewählt oder gestürzt werden. Dann würde die Industrie klimafreundlich produzieren, denn sonst würde sie nichts verdienen. Und die Menschen würden insgesamt klimafreundlicher leben, da sie es wollen. Einige denken jetzt, das ist doch gar nicht möglich. Doch, das ist es. In der Geschichte haben wir schon Bewusstseinswellen gesehen. Bevor es 1865 zur Abschaffung der Sklaverei in Amerika kam, veränderten Menschen das Bewusstsein der Gesellschaft, sodass klar wurde, dass es nicht länger tragbar war, das lukrative System der Sklaverei zu dulden. Martin Luther King schaffte es mit seiner Idee I have a dream, dass sich das Bewusstsein der Menschen veränderte und es zu einer gesetzlichen Gleichberechtigung der Menschen kam.
Ein schlimmes Beispiel einer Bewusstseinswelle war jene im Nationalsozialismus, wo innerhalb weniger Jahre die Menschen einen krassen Bewusstseinswandel durchmachten, sodass sie plötzlich ihre Nachbarn aus dem Haus gezerrt haben und an die Wand gestellt haben und erschossen haben. Dass sie plötzlich die Menschen nicht mehr als Menschen anerkannten. Ein positives Beispiel solch einer Bewusstseinswelle löste Gandhi aus. Er brachte die Menschen im riesigen Indien dazu, sich gewaltlos gegen die britischen Besatzer zu stellen, sodass diese nach einer Zeit bedingungslos aufgaben. Es gibt solche Bewusstseinswellen. Und da solch eine Welle die einzige Chance ist, uns vor dem Kippen in den Abgrund zu retten, sollten wir alles auf sie setzen. Doch was ist nötig, dass solch eine Welle des Bewusstseins entsteht? Alle genannten Wellen entstanden in Situationen, in der die Menschen ein großes Problem hatten. Die Menschen litten entweder selbst unter der Situation wie Kriegsauswirkungen oder Besatzung, oder sie hatten genug Einfühlungsvermögen dafür, dass andere Menschen, zum Beispiel die Sklaven, unter den ungerechten Verhältnissen litten. Die Voraussetzungen für solch eine Welle haben wir glücklicherweise auch. Es geht wissenschaftlich belegt um die Zerstörung der menschlichen Existenzgrundlage. Um den Erhalt unserer menschlichen Zivilisation, also um die Welt, wie wir sie kennen. Es geht um Millionen von Menschen, die bereits leiden, und Milliarden von Menschen, die zukünftig ihre Lebensgrundlage verlieren werden. Wir wissen um die Ungerechtigkeit und fangen langsam an, das unangenehme Gefühl zu spüren, dass die Auswirkungen des Klimawandels uns selbst betreffen werden. Falls wir die Auswirkungen nicht direkt an unserem Körper fühlen werden, da wir heute schon sehr alt sind oder unser System doch noch etwas länger hält, als die Wissenschaftler es prognostizieren, so werden wir die Auswirkungen dennoch langsam und grausam in Form des Bewusstseins unseres Versagens fühlen, sofern wir nicht versuchen, diese Welt zu retten. Das große Problem ist aber, dass wir das Leid nicht direkt vor Augen haben. Würden wir sehen, dass unsere Nachkommen nach dem Systemzusammenbruch ums Überleben kämpfen, hätten wir keine Schwierigkeiten, die nötigen, heute leicht umsetzbaren Maßnahmen zu ergreifen, welche dieses Leid verhindern würden, anstatt uns mit unseren unnötigen alltäglichen Luxusproblemen zu beschäftigen. Aufgrund dieser beschissenen Kipppunkte können wir das Problem leider erst hautnah erleben, wenn es zu spät ist, etwas dagegen zu tun. Wir sehen das Leid und die damit verbundene Ungerechtigkeit also nicht wie bei den anderen Bewusstseinswellen in der Geschichte direkt vor uns. Ich hoffe, dass dieser große Nachteil durch die größere Wissenschaftsgläubigkeit und die immens erhöhte Vernetzung aufgrund der sozialen Medien ausgeglichen werden kann. Die entscheidende Frage ist also, ob wir intelligent genug sind, das sicher auf uns zukommende Unheil zu erkennen und es zu fühlen, obwohl es nur durch das Fernrohr der Wissenschaft klar erkannt werden kann. Vertrauen wir der Wissenschaft, die uns hierher gebracht hat, genug, und sind wir sensibel genug, um zu fühlen, was es bedeutet, diese geliebte Welt zu verlieren? Schaffen wir es, dass die Menschen der Realität ins Auge sehen und so erkennen, dass wir die Letzten sind, welche diese Welt noch retten können? Doch wer könnte solch eine Welle des Bewusstseins erzeugen? Brauchen wir einen neuen Gandhi? Wäre gut. Doch Gandhi war nicht die Welle. Er hat sie verstärkt, indem er seine Überzeugung im Handeln gezeigt hat und das dann geschafft hat, auf der Welle zu surfen und damit den Menschen klargemacht hat, wie sie das Problem lösen können. Wir surfen gerade auf der Welle der Dekadenz in Richtung Abgrund und wollen den Kurswechsel schaffen, um vom Abgrund weg hin zu einem nachhaltigen Lebensstil zu surfen, bei dem wir auch in Zukunft noch gut leben können. Die meisten von uns 8 Milliarden Menschen erahnen noch nicht einmal, in welcher Lage wir uns wirklich befinden, obwohl die ersten schon ertrunken sind. Und genau da liegt unsere Aufgabe, den anderen um uns herum klarzumachen, an welchem Punkt wir sind und wohin wir wollen. Denn es ist wichtig, dass wir die Welle weg vom Abgrund verstärken, denn da unten im Treibhauszustand sind wir verloren. Wenn wir es aber schaffen, die Welle hin zu einem nachhaltigen Leben ausreichend zu verstärken, können wir auf ihr bis ans rettende Ufer surfen und diese Welt retten. Die Bewusstseinswelle, die uns vor der Klimakatastrophe bewahren kann, ist bereits ausgelöst. Es werden immer mehr Menschen, denen klar ist, dass es so nicht weitergeht, und die anfangen zu handeln. Manche fliegen nicht mehr in den Urlaub, weil das Gras viel CO2 ausstößt. Millionen von Menschen gehen auf die Straße und fast jede Partei hat den Klimaschutz in ihrem Wahlprogramm. Aber reicht das? Nein. Wir werden auch bei einkalkulierten Fortschritten die Klimakipppunkte überschreiten. Die Zeit ist viel zu knapp. Wir werden alles verlieren, wenn die Welle des Bewusstseins nicht unglaublich krass verstärkt wird. Aber wer könnte solch eine Welle effektiv verstärken?
Wer kann uns wirklich noch retten, wenn es die Umweltschützer, die ihr ganzes Leben der Rettung der Welt widmen, es nicht schaffen? Wenn die Politiker es nicht tun? Wenn alle Kräfte, die es schon lange versuchen, unterm Strich, und so ist die wissenschaftliche Erkenntnis, bei weitem nicht ausreichen, diese Welt zu retten? Und wenn ich gleich die Antwort gebe, spielt es keine Rolle, ob du sagst, das war ja klar, oder völlig verblüfft bist. Es ist nur entscheidend, ob du es fühlen kannst. Egal ob ganz stark oder ganz schwach, es geht nur um dein Gefühl. Fühle in dich hinein, was diese Frage in dir auslöst. Wer kann diese Welt noch retten? Es bist du. Und ich meine jetzt nicht irgendeinen Menschen. Nein, ich meine genau dich. Wenn du Angst hast oder eine schwere Verantwortung empfindest, bist du schon sehr weit. Dann entspanne dich und nehme das Gefühl an. Es gehört zu dir. Du bist gut, so wie du bist. Wenn du keine Schwere empfindest, gut. Empfindest du Hoffnung, etwas groß zu vollbringen? Sie ist berechtigt. Fühlst du Zweifel und Abwehr gegen diese Aussage? Ist es dir unangenehm? Alles in Ordnung. Du darfst genau das fühlen, was du fühlst. Es ist richtig. Jede Art ist hilfreich, diese Welt zu retten. Ja, selbst der Zweifler und überzeugte Gegner ist uns ein willkommener Helfer, der uns immer wieder hilft, unseren Weg zu hinterfragen. Seine Denkanstöße lassen uns immer wieder überprüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn wir es fühlen, dass dem so ist, dann werden wir es ihm sagen und weitergehen. Doch weshalb bist gerade du der Mensch, der den Umschwung herbeiführen kann? Und wie kannst du diesen bewirken? Gerade du bist so wichtig, da wir ein Problem haben, welches weder unsere Politiker noch die Wissenschaftler noch unsere Ingenieure lösen können, nämlich die Menschen in deiner Umgebung ganz persönlich zu erreichen. Niemand kann die Menschen um dich herum so beeinflussen wie du. Niemand hat die Beziehungen zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinen Freundinnen, zu deinen Arbeitskollegen oder zu deinen Nachbarn, wie du sie besitzt. Niemand hat die Informationen in deinem Kopf, wer um dich herum wie tickt und wie man am besten auf die Menschen zugeht. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die mehr Ansehen genießen als du, aber auf diese können wir nicht zurückgreifen. Entweder du machst es oder niemand in dem großen Kreis deiner bekannten Menschen wird von dir beeinflusst. Niemand auf der ganzen Welt kann das leisten, wozu du in der Lage bist. Und die Verstärkung der Welle, die resultiert eben dadurch, dass ein Mensch die Menschen um sich herum anstößt, wodurch wieder neue Anstoße entstehen und so weiter, bis die Welle so gewaltig ist, dass die Politik und alle Institutionen und Firmen keine andere Chance mehr haben, als für die Erhaltung unserer Welt zu kämpfen. Doch wie kann man die anderen Menschen um sich herum dazu bewegen, die Situation zu erfassen? Zu versuchen, die anderen zu überreden, ist meist nutzlos und teilweise sogar kontraproduktiv. Nur durch mutiges Handeln, welches die eigene Überzeugung sichtbar werden lässt, erreichst du die anderen. Nehmen wir also eine bestimmte Handlung, zum Beispiel, dass Rezo das Video die Zerstörung der CDU gemacht hat. Diese Handlung wirkt auf eine bestimmte Anzahl von Menschen. Einige davon sind so weit, dass sie sich hierdurch entscheiden, einen Schritt weiter zu gehen. So wie ich mich damals nach dem Video entschieden habe, wo es möglich ist, auf das Auto zu verzichten. Diese Handlung wirkt wiederum auf die Menschen, welche diese erleben. Hierunter sind wieder einige, die ins Handeln kommen, wodurch das klimabewusste Verhalten weitere Kreise zieht. Die Welle des Bewusstseins wird immer größer. Je mehr Menschen handeln, desto größer wird die Beeinflussung der anderen, da diese von immer mehr Seiten das klimafreundliche Verhalten miterleben. Letztendlich entsteht durch eine ursprünglich handelnde Person sehr viele handelnde Menschen und irgendwann wird es Mainstream, sich nachhaltig zu verhalten, sodass es auch die ganz harten Brocken verstehen. Ja, super. Dann können wir uns ja zurücklehnen, denn Rezo hat ja das Video bereits gemacht. So leicht ist es halt leider nicht. Aber das Prinzip habt ihr daran verstanden. Es gibt da nämlich ein Problem. Es dauert viel zu lange, Leute. Die Gesellschaft ist zwar auf dem Weg, nachhaltiger zu werden, aber nach allen Analysen der Wissenschaft sind wir viel, viel zu langsam und werden die Kipppunkte bald überschreiten, wonach auch ein starker Anstieg unserer Bemühungen die Klimakatastrophe nicht mehr verhindern kann. Es ist ja selten so, dass wenn jemand klimafreundlich handelt, die anderen dies auch gleich tun, sondern man beeinflusst mit der Zeit unbemerkt das Denken und die Handlungen der anderen. Sie werden offener für klimafreundliches Verhalten. Anfangs vielleicht kaum sichtbar durch den fehlenden negativen Kommentar gegenüber Handelnden. Dann vielleicht nehmen sie die Stofftasche statt der Plastiktüte und am Ende fahren sie umweltfreundliche Verkehrsmittel. Bis es zu einer sichtbaren Handlung kommt, dauert es manchmal lange.
Und oft braucht es auch mehrere Einflüsse. Außerdem fallen die Handlungen auf völlig unterschiedlich fruchtbaren Boden. Und je nachdem, wie stark man handelt, desto stärker berührt man natürlich auch die Menschen um sich herum. Wenn du nur einmal eine Mehrwegflasche anstatt einer Einwegverpackung kaufst, zeigt das natürlich weniger Wirkung bei deinen Mitmenschen, als wenn du das erste Mal auf eine Fridays for Future Demo gehst und die anderen merken, oh, der oder die nimmt sich jetzt auch Zeit dafür und hat sogar einen Urlaubstag dafür investiert. Noch stärker wird dieser Effekt, wenn du plötzlich kein Auto mehr fährst oder Vegetarier wirst, da dies dauerhafte Verhaltensänderungen darstellen, die viel mehr Aufwand bedeuten und daher eine starke Überzeugung widerspiegeln und diese Handlungen auch für die Menschen deiner Umgebung immer wieder sichtbar werden. Diese krassen Verhaltensänderungen erscheinen nur am Anfang krass. Bis man sie gewohnt ist, dann ist es ganz normal. Ich spreche da aus Erfahrung. Aber lass dich nicht von diesen Beispielen abschrecken, sondern überleg dir einfach, was du tun willst, um unsere Welt zu retten. Denn jede neue Handlung bringt uns unserem Ziel einen Schritt näher. Ich verdeutliche das Grundprinzip nur an Beispielen aus meinem Leben, anstatt von Verhaltensweisen zu sprechen, bei denen ich keine Erfahrung habe. Das Prinzip ist immer das gleiche. Jeder von uns steht an der Spitze einer Pyramide und je entschlossener und deutlicher wir handeln, desto schneller verstärkt sich die Welle, die letztendlich irgendwann ein entschlossenes politisches Handeln ermöglicht bzw. erzwingen wird. An dieser Stelle ein Dank an Pauki, dass er für uns diese Animationen erstellt hat, obwohl er mich gar nicht kennt, sondern einfach nur die Weltrettung unterstützen möchte. Dabei gibt es zwei große Bereiche des Handelns. Erstens das eigene klimafreundliche Handeln und zweitens das politische Handeln. Seit ich kein Auto mehr fahre und es den Menschen um mich herum kommuniziere, dass ich es tue, um auf die existenzbedrohende Klimakatastrophe aufmerksam zu machen, beschäftigen sich die Menschen um mich herum mit diesem Thema. Manche belächeln mich zwar anfangs, aber nur kurz. Dann verstummt das Lächeln, da sie merken, dass ich es ernst meine und sie spüren, dass das eine wichtige Sache ist. Manche fangen an zu argumentieren, dass das bisschen CO2, das ich einspare, doch nichts bringt und versuchen so ihr eigenes Verhalten zu rechtfertigen und beweisen damit gleichzeitig, dass es etwas bringt, denn es berührt sie. Es geht nämlich weniger darum, das CO2 einzusparen. Das bringt wirklich nicht viel, sondern darum, die Menschen um sich herum auf das existenzielle Problem der Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Und das bringt halt richtig viel, denn so wird die Welle verstärkt. Mein Verzicht auf das Auto ist so effektiv, da es nicht nur Gerede ist, sondern meine Überzeugung im Handeln zeigt. Meine Freundin fing mit der Zeit ganz von alleine an zu überlegen, wo sie eine Autofahrt einsparen kann. Mittlerweile finden es sogar meine Kinder gut, mit dem Fahrrad zur Oma zum Beispiel zu fahren. Obwohl sie es lange Zeit richtig scheiße fanden, dass ihr Papa jetzt kein Auto mehr fährt, sondern einen auf Weltretter macht. Meine Kollegin fuhr mit mir über 3 Stunden Fahrrad, um einen Abschiedsgeschenk des Kollegiums einzukaufen. Das Schöne ist, eine Handlung aus Überzeugung wirkt auf jeden. Keiner kann sich dagegen wehren. Sicherlich fragen sich jetzt einige, muss ich auf das Auto verzichten, um die Welt zu retten? Nein, das war nur ein Beispiel von mir, um den Effekt von überzeugtem Handeln zu veranschaulichen. Du sollst genau das tun, was du tun willst. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Du darfst dir aussuchen, was du machen möchtest. Such dir das aus, was zu dir passt. Ganz ähnlich verhält es sich mit den politischen Handlungen. Wenn ich einen Brief an Politikerinnen schreibe, auf eine Demo gehe, eine Petition starte oder mich bei einer Klimaschutzorganisation engagiere, dann beeinflusse ich ebenfalls die Gesellschaft, sich klimafreundlicher zu verhalten. Dabei möchte ich dir die Mitarbeit in einer politischen Gruppe wie German Zero Extinction Rebellion oder einer anderen Klimaschutzorganisation in deiner Nähe besonders empfehlen, denn hier hat man gleich Verbündete und es fällt einem leichter, kontinuierlich für die Weltrettung zu arbeiten, anstatt wenn man alleine für Klimaschutz kämpft. Aber welcher Handlungsbereich ist denn jetzt wichtiger, der persönliche oder der politische? Naja, einige sagen ja, die Lösung im eigenen Handeln zu sehen, das sei nur ein Trick der Wirtschaft, dass sich die Menschen schuldig fühlen und beschäftigt sind, sodass diese weiterhin ungestört Unmengen von CO2 rausballern kann. Da mag was dran sein, aber das eigene Handeln bietet täglich die Chance, die Menschen um uns herum zu beeinflussen. Und das ist entscheidend. Auch wenn wir durch das bisschen CO2, das wir einsparen, natürlich das Weltklima nicht nennenswert verändern. Ich möchte das jetzt auch gar nicht bewerten, sondern in beiden Bereichen möglichst effektiv für die Weltrettung handeln. Und ich gebe dir Empfehlung, dass du dich lieber in einem Bereich engagierst, als beide Handlungsbereiche zu ignorieren. Da soll doch jeder das tun, was er für richtig hält, um die Welle zu verstärken.
Aber weshalb kommt es auf dich, eine einzelne Person an, wenn doch so viele Menschen nötig sind, um die Katastrophe zu verhindern? Da diese Frage so zentral ist, möchte ich die Gründe noch einmal zusammenfassen. Wie gesagt, kann niemand die Menschen um dich herum so erreichen, wie du es kannst. Du bist entscheidend. Wenn du es machst, machen es auch viele andere. Wenn du nach diesem Video einen Schritt weiter gehst, werden es auch viele andere tun. Denn es gibt viele Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie du. Alle wollen, dass die Welt gerettet wird. Und sie werden sich ebenfalls einen Schritt weiter trauen, wenn du dich traust. Es wird nur ganz knapp reichen, wenn wir es schaffen, den Öltanker, der auf die Klippen zurast, im letzten Moment herumzureißen, indem die Prozesse des Aufwachens in der Gesellschaft schnell genug ablaufen, die Politik daraufhin passende Gesetze erlässt und die Gelder richtig einsetzt und Ingenieure noch gute Ideen entwickeln, dann wird es sicherlich ganz knapp, ob wir untergehen oder es schaffen, an den Klippen vorbeizuschrappen, sodass nur einige wenige über Bord fallen werden. Wo die genaue Grenze liegt, werden wir zwar nie erfahren, aber im Endeffekt gibt es irgendwo eine hauchdünne Grenze, die zwischen dem Kippen hin zur Klimakatastrophe oder dem Kippen hin zu einem dauerhaft nachhaltigen Leben verläuft. Sodass sogar eine einzelne Handlung, ja vielleicht sogar nur ein Handzeichen über Gedeih und Verderb entscheiden könnte. Daher kommt es auf dich als Einzelnen an. Es kann sein, dass dein Verhalten darüber entscheidet, in welche Richtung wir kippen oder ob mehr oder weniger Menschen von Bord fallen. In der Wissenschaft nennt man das den Schmetterlingseffekt, bei dem an Grenzsituationen minimale Unterschiede zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen. Der Name Schmetterlingseffekt rührt daher, dass tatsächlich ein Flügelschlag eines Schmetterlings in bestimmten, wenn auch brutal seltenen Situationen einen Orkan auslösen kann. Es wird wahrscheinlich nicht ein Handzeichen die Entscheidung über Verlieren oder Gewinnen bringen. Das entschiedene Handeln einer einzelnen Person kann da aber schon eher den Unterschied machen. Denn eine Person ist nicht nur eine Person. Nachhaltiges Verhalten wird später wahrscheinlich immer mehr zum Mainstream-Verhalten werden, sodass später Milliarden von Menschen von diesem Mainstream-Verhalten beeinflusst werden. Wenn man diesen Mainstream-Effekt auf die Menschen zurückberechnet, welche anfangs den Mut gehabt haben, einen Schritt weiter zu gehen, dann wirkt ein Mensch auf Hunderte, ja wahrscheinlich auf Tausende von Menschen, die er schon lange nicht mehr kennt. Somit kann das Handeln einer einzelnen Person tatsächlich entscheidend sein, dass wir es ganz knapp schaffen, das Überschreiten der Kipppunkte zu vermeiden oder eben nicht. Daher danke an Conny, die gehandelt hat und uns diese Grafiken zur Verdeutlichung erstellt hat. Das Weltretten, Verlieren oder Gewinnen wir nämlich am Anfang. Wenn am Anfang ein paar mehr Menschen ins Handeln kommen, steigt die Exponentialfunktion zwar anfangs nur unmerklich, aber erhält eine andere Bahn, welche den Klimakipppunkt vermeiden kann. Somit ist dein Handeln entscheidend. Es liegt auch an dir, ob wir es schaffen, unsere Welt zu retten oder nicht. Ich weiß, es hört sich jetzt nach ewig viel belastender Verantwortung an. Aber hey Leute, die Verantwortung haben wir, ob es uns gefällt oder nicht. Und man kann das ganz locker nehmen und einfach das tun, was man tun will. Und zwar so, dass es einem richtig gut dabei geht. Warum es einem trotz dieser großen Verantwortung ganz leicht fallen kann, dieses Weltretten durchzuführen und warum man sogar noch glücklicher wird als im normalen Leben, das erkläre ich euch gerne im dritten Basisvideo genauer. Eines ist mir klar, die Menschen, welche diese Idee am Anfang verstehen und den Mut aufbringen zu handeln, zu einer Zeit, wo die Welle noch klein ist, die haben die größte Chance, unsere Welt durch ihr Handeln zu retten. Aber sie haben auch die schwierigste Situation. Sie müssen an sich, an die neue Welt und an die anderen Menschen glauben und brauchen viel Mut bei ihren Handlungen. Hoffen wir, dass es genug Menschen gibt, die den Mut aufbringen, etwas zu wagen, um unsere Welt zu retten. Wenn später mehr und mehr Menschen in ihrem Alltag handeln, wird es immer leichter werden, mitzumachen. Aber auch dann wird es immer noch entscheidend sein, wie stark sich die Welle des Bewusstseins weiter auftürmt. Denn auf einer zu flachen Welle kann man auch als guter Surfer nicht surfen und wir verlieren Zeit. Doch wie kann man nun handeln, um die beschriebene Wirkung bei seinen Mitmenschen zu erzielen? Alles fängt mit einem ersten entscheidenden Schritt ganz tief in dir drin an. Bist du bereit, einen Schritt in ein unbekanntes Terrain zu wagen? Der Schritt kann ganz leise und zart sein. Wenn er von Herzen kommt, wird er unaufhaltsam sein. Der erste Schritt kann aber auch laut und explosiv sein, indem man laut rausbrüllt, was schon lange in einem brodelt.
Wir brauchen alle Typen, auch diejenigen, die dazwischen liegen. Entscheidend ist nur der Mut, einen Schritt weiter zu gehen. Alles andere kommt von selbst. Wenn du schon losgelaufen bist, geht es darum, den nächsten Schritt zu tun und sich so zu beschleunigen. Ob man es den ersten oder den nächsten Schritt nennt, ist nicht wichtig. Es geht nur darum, dass du vorankommst. Dann wirst du immer mehr spüren, dass du auf dem richtigen Weg bist, je weiter du ihn gehst. Vielleicht hast du schon eine Idee für deinen ersten Schritt nach diesem Video. Wie könnte aber solch ein Schritt denn aussehen? Ihr fucking Autofahrer, löscht euch doch alle! Mann! Diese Drecksumweltschweine! Shit. Ey, du, weißt, ich will nur die Welt retten. Ja, aber pass auf, du fickst unsere Kinder. Ich fick gleich dich hier. Nee, so nicht. Das beeinflusst zwar, aber nicht so, dass es das bewirkt, was wir wollen. Die entscheidende Frage ist, wie kann man die Menschen um sich herum am besten wachrütteln? Es gibt viele Möglichkeiten und du wirst jene finden, die sich für dich richtig anfühlen. Dabei gibt es mehrere Orientierungslinien. Erstens, zeige dich im Handeln. Nichts motiviert Menschen so sehr wie das Handeln der bekannten Menschen um sie herum. Lange darüber zu reden, dass man mehr Sport machen müsste und weniger Zucker essen sollte, langweilt die anderen manchmal sogar. Wohingehend das Anziehen der Sportschuhe, das Packen der Sporttasche, ja schon der Terminvorschlag für das Sporttreiben, eine ganz andere Energie freisetzt. Leute, nur Handeln ist Wahrheit. Man kann 100-mal sagen, dass man wenig Fleisch isst. Das beeindruckt keine Sau. Aber wenn man beim Essen sagt, heute esse ich mal kein Fleisch und dies tut, erreicht man die anderen wirklich. Ja, sogar Handlungen, die mehr CO2 erzeugen, aber zur Weltrettung aufrufen, können stark wirken. Du selbst kannst die Wirksamkeit von handelnden Menschen aus deiner Erfahrung bestätigen. Überlege mal, welche Menschen in deinem Leben dich nachhaltig beeindruckt haben. Sie haben alle gehandelt, nicht wahr? Hast du jemanden, den du als Held oder Idol bezeichnest? Auch diese Person wird mit Sicherheit gehandelt und nicht nur geredet haben. Bei mir war es Rüdiger Neberg, der loszog, um den Indianern des Amazonas-Regenwaldes zu helfen und später in die arabischen Länder gegangen ist, um gegen die Beschneidung der Frauen zu kämpfen. Die Überzeugung ist es, die andere Menschen berührt. Und diese Überzeugung wird im Handeln sichtbar. Wenn wir etwas für wichtig und richtig halten und erkennen, dass andere Menschen dafür etwas wagen, erzeugt dieses Handeln eine große Motivation, ebenfalls etwas dafür zu tun. Zweitens, kommuniziere den Grund deiner Handlung. Ich esse heute kein Fleisch, weil ich helfen möchte, die Klimakatastrophe zu verhindern, ist viel wirkungsvoller als ich mag heute nur Nudeln und Gemüse. Damit machst du klar, was dein Ziel ist und förderst das Bewusstsein deiner Mitmenschen. Das Kommunizieren deiner Absicht in Verbindung mit einer Tat lässt die Welle des Bewusstseins effektiv ansteigen. Wenn wir immer hören würden oder lesen würden, was unsere Mitmenschen schon alles für den Erhalt unserer Welt machen, wären wir überrascht, wie viele sich schon bemühen. Es würde uns Mut machen und die Welle wäre schon viel größer. Deshalb kommuniziere es, wenn du etwas für die Weltrettung tust. Drittens, wage dich in ein neues Gebiet vor. Bleibe nicht in dem alten System, sondern überleg dir was Neues, das auffällt. Wenn du schon mal hier und da versucht hast, den Menschen um dich herum etwas auf die Sprünge zu helfen, dann mach es nicht einfach nur ein bisschen mehr. Erstens wird es nicht auffallen und zweitens hat es wahrscheinlich bisher nicht den Effekt, den du dir gewünscht hast. In Anbetracht der fehlenden Zeit, bis die Kipppunkte überschritten werden, brauchen wir so viel zu lange. Also tue etwas, was du vorher noch nicht getan hast. Angesichts der Klimakrise möchte ich, dass wir den klimafreundlichsten Weg wählen. Gehe einen Schritt weiter, stehe auf. Das wird für dich und die anderen hilfreich sein. Je mehr Überwindung der Schritt dich kostet, desto eindrucksvoller wird er für deine Mitmenschen sein. Das können einerseits ganz kleine Sachen sein, wie mal etwas anderes kaufen, wo man bisher skeptisch war. Und der Mann wahrscheinlich zu Hause das Gesicht verziehen wird, weil er so eine Tofu-Wurst noch nie gegessen hat. Ja, in manchen Familien kann sowas mehr Mut verlangen und einen größeren Schritt darstellen, als wenn ein Aktivist sich entschließt, auf eine vielbefahrene Straße zu sitzen. Wage einen möglichst großen Schritt in ein neues Gebiet, dann wirst du viel bewegen. Viertens, bleibe bei dir, anstatt andere aufzufordern. Handle, ohne dabei die anderen anzugehen.
Lass die Menschen um dich herum einfach sehen, was du tust. Es kann beispielsweise durchaus eine starke Handlung sein, bei der Arbeit auf dem Tisch zu stehen und zu sagen, ich habe heute mein eigenes Recyclingpapier mitgebracht, da ich will, dass die Welt gerettet wird. Und daraufhin direkt wieder weiterzumachen mit der Arbeit. Wahrscheinlich kommt kurz danach jemand zu dir und fragt dich, wie du darauf kommst, dich so zu verhalten. Dann kannst du auf positive Art und Weise ins Gespräch kommen, denn du hast niemanden beschuldigt oder unter Druck gesetzt. Und du kannst davon erzählen, wie du dich überwinden musstest, diesen Schritt zu tun und dass du etwas tun willst, um die Welt zu retten. Eine positive Welle wird davon ausgehen. Dagegen erzeugen Vorwürfe schlechte Stimmung, sowohl bei einem selbst wie auch bei seinem Gegenüber, das automatisch in eine Verteidigungshaltung gehen wird und im Folgenden dann gegen das Weltretterverhalten argumentieren wird. Wir wollen ja aber, dass die Menschen sich nicht mit den Gegenargumenten beschäftigen, sondern mit den Argumenten für klimafreundliches Verhalten. Außerdem wird ja dann die Beziehung belastet und wir wollen ja gute Beziehungen mit unseren Mitmenschen führen. Das macht nicht nur mehr Spaß, sondern das bringt auch der Weltrettung viel mehr. Jetzt sagen vielleicht einige, nee, auf den Stuhl stehen, das mag ich nicht machen. Dann macht es auf keinen Fall. Jeder soll ja nur das tun, was er tun möchte. Es ist nämlich egal, was du machst. Such dir das aus, was dir gefällt, aber achte darauf, dass es erstens mit einer Handlung verbunden ist, dass kein Vorwurf drin ist und am besten, dass es auffällt. Deshalb zeige mit dem Finger auf dich, anstatt auf andere, denn das bringt viel mehr. Fünftens, überwinde die Angst vor sozialer Abwertung. Die Angst, dass man blöde Verhaltensweisen der Mitmenschen erntet, ist berechtigt. Das kann schon mal vorkommen. Aber denke daran, dass du später stolz darauf sein wirst, dich getraut zu haben. Das Handeln ist ein gutes Gefühl, das uns stärkt. Und es werden später Lorbeeren sein, wenn du Geschichten erzählen kannst, mit welchen blöden Verhaltensweisen und Kommentaren die Menschen auf dein Handeln reagiert haben. Wir werden später diejenigen sein, die bei der Sache gut dastehen. Denn der Klimawandel, der lässt sich nicht mehr aufhalten. Und alle werden es früher oder später verstehen. Selbst wenn die Welt im Chaos versinkt und es zu spät ist, werden unsere Versuche, sie zu retten, heldenhaft erscheinen. Und wenn wir sie gerettet bekommen und unsere Denkweise damit Mainstream geworden ist, natürlich erst recht. Heute wird man noch gefragt, warum man auf der Straße sitzt. Später wird man gefragt werden, warum nicht alle Menschen auf der Straße gesessen sind, obwohl es doch alle wussten. Wir können also nur gewinnen. Allein die Angst, den Schritt ins unbekannte Terrain zu wagen, kann uns aufhalten. Nimm die Angst an und setz ihr deinen Mut zur Seite. Nutze die Angst vor der absoluten Klimakatastrophe, die Angst, deinen Kindern später in die Augen schauen zu müssen, um diese lächerliche Angst vor einem blöden Kommentar von einer Kollegen, Freunde oder Verwandten aus dem Weg zu fegen. Die Angst ist nämlich unsere Verbündete. Wir können sie für unsere Entwicklung nutzen. Denn die Angst vor der Vernichtung unserer schönen Welt lässt uns den Mut finden, sehr viel schneller in die neue Welt zu gehen. Und diese Beschleunigung ist nötig, denn wir haben keine Zeit mehr. Doch wie reagiert man auf einen blöden Kommentar, wie zum Beispiel, ah, das ist doch bescheuert, das bringt doch nichts? Am besten ohne Gegenangriff. Sag einfach, doch, ich denke schon. Oder frage, was meinst du, können wir beide tun, um das Klima zu retten? Wenn du merkst, dass dein Gegenüber nicht offen ist und du nicht diskutieren willst, was dann meist eh nichts bringt, kannst du einfach auf meine Videos verweisen. Am besten, du hast dann schon einen ausgedruckten Link im Geldbeutel, den du schnell zücken kannst. Einen Link für einen Merkzettel mit solchen Links und diesen Orientierungslinien findest du zum Ausdrucken am Anfang der Videobeschreibung. Oder du sagst einfach, dass du den Link zum Trailer schickst. Dann kann die Person sich mit meiner Sichtweise konfrontieren und verstehen, weshalb es etwas bringt, die Welle des Bewusstseins zu verstärken und du hast deine Ruhe. Also nicht diskutieren, sondern Fragen stellen. Diskutieren bringt meistens nichts. Vorleben, großzügig sein und in die Community einladen, dagegen schon. Wir halten uns nicht mit Diskussionen auf. Meistens geht es den Menschen eh nur um das Dagegenreden, um mit dem Ziel, dem Monster hier weiterhin nicht in die Augen sehen zu müssen und zu verschleiern, dass ihnen der Mut fehlt, einen Schritt weiter zu gehen. Mit wenigen Fragen kann man die meisten Menschen aus ihrer Gegenhaltung herausholen oder diese ihnen zumindest selbstbewusst machen. Wenn man die diskussionsfreudigen Menschen fragt, wie groß meinst du ist das Problem, auf welches wir zusteuern? Bist du bereit, etwas zu tun, um die Welt für zukünftige Generationen zu erhalten? Was würdest du gern tun? Möchtest du mit mir das tun? Kennst du Benji? Darf ich dir mal einen Link von ihm schicken?
Je nach Antwort kann man entweder auf die Videos verweisen oder weitere Fragen stellen oder auch einfach mal das so stehen lassen. Ja, manchmal hat es sogar sehr große Wirkung nach einer Aussage wie, nee, ich möchte nichts tun, das bringt doch eh nichts. Mit einem, okay, ist es für dich okay, wenn ich es weiter versuche, zu antworten. Es geht nicht darum, die Menschen zu überreden, etwas zu tun, was sie nicht wollen, sondern ihnen klarzumachen, was sie wollen und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie handeln können. Wenn wir es schaffen, dass die Menschen, die etwas tun wollen, ins Handeln kommen, dann entfalten wir das Potenzial unserer Gesellschaft. Wir brauchen diejenigen, die nichts tun wollen, nicht überzeugen. Aber wahrscheinlich wollen eh alle die Welt retten, auch wenn es einige sehr gut verstecken können. Sich selbst im Handeln zeigen, Angebote schaffen, das ist alles, was wir tun brauchen. Wer sich weiter verstecken will, der soll das tun. Als ich bei meiner ersten Rebellion noch vorne auf der Straße saß, meinte ein Passant zu mir, wenn man was gegen den CO2-Ausstoß tun will, dann müsste man dich von der Straße ziehen, du blockierst die Autos. Ich antwortete darauf, mach, was du für sinnvoll hältst, um die Welt zu retten, aber rede nicht nur. Darauf schaute er mich verblüfft an und lief weiter. Wir verwenden unsere Energie lieber, um uns selbst zu trainieren und es den anderen vorzuleben. Das ist viel effektiver und angenehmer, anstatt sich in Diskussionen zu verstricken. Wenn du Bock hast, dann diskutier mit den Menschen. Die Fakten sind auf unserer Seite. Da kann keiner gegen uns gewinnen. Aber die Gegenspieler nutzen fast immer unsachliche und abwertende Gesprächstechniken, um einem das Gefühl zu geben, dass man unterlegen ist. Sei großzügig mit solchen Menschen, die noch nicht den Mut haben, der Realität ins Auge zu schauen. So, schaut euch mal das folgende Beispiel an, bei dem zwei Freundinnen für eine Party abends einkaufen und Folgendes sagen. Mhm. Boah, ich weiß was, lass uns Guacamole aus Avocados machen, das schmeckt voll gut. Oh nö, also Avocados kaufe ich seit langer Zeit nicht mehr. Hm? Weißt du, wie die über die Welt geschippert werden und wie viel Wasser für die draufgehen? Ich möchte wirklich was für den Klimaschutz machen und finde es wirklich rücksichtslos, wenn du die jetzt kaufst. Und, habt ihr den Fehler gefunden? Ja, es wäre viel wirkungsvoller gewesen, wenn sie den Vorwurf weggelassen hätte. Dann wäre sie als nettes Vorbild dagestanden. So kommt die Freundin gleich in die Gegenhaltung gegen diesen blöden Umweltschutzwahn, der bewirkt, dass jetzt ihre gute Freundin sie sogar abwertet. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, von den anderen kein klimafreundliches Verhalten einzufordern. Und es ist besser, irgendwas zu sagen, als zu schweigen. Man kann hinterher immer noch klarstellen, wie man es besser hätte vorausdrücken können. Und hey, wir sind alle nicht perfekt und wir werden es auch nie werden. Aber wir sind auf dem Weg und das fühlt sich gut an. Seid großzügig zu den anderen und zu euch selbst. Und nicht, dass jetzt einer denkt, ich meine, so ein paar Avocados machen unsere Welt kaputt und wenn wir die nicht kaufen, dann retten wir die Welt damit. Nein. Aber ich denke, die Welle des Bewusstseins, die durch solche Handlungen verstärkt wird, die kann unsere Welt retten. Und wenn weniger Avocados importiert werden, ist das ein kleiner positiver Nebeneffekt. Dies waren jetzt nur 6 grobe Orientierungslinien, welche als Denkanstoß zu verstehen sind. Es bedarf noch vieler Erfahrungen und Austausche, welche Verhaltensweisen in welchen Situationen die geeignetsten sind, um unsere Welt zu retten. Vielleicht ist es in bestimmten Situationen auch sinnvoll, die Menschen mit ihrer Verantwortung zu konfrontieren. Lasst uns gemeinsam auf den Weg machen, das herauszufinden. Da können wir sicherlich noch viel voneinander und miteinander lernen. Im Endeffekt soll eh jeder den Weg wählen, der ihm am effektivsten erscheint. Wenn du dich auf den Weg machst, dann bist du nicht alleine. Viele Menschen laufen los oder sind bereits unterwegs. Und ich werde weitergehen, egal wohin die Menschheit steuert. Und du bist wirklich immer herzlich willkommen, mich dabei zu begleiten. Es ist schön, wenn du jetzt motiviert bist und bei der Rettung der Welt mitwirken möchtest. Aber du kennst es ja, wie das mit den guten Vorsätzen ist. Man rutscht allzu leicht wieder in das alte Muster ab und merkt nach einiger Zeit, dass man wieder im alten Fahrwasser schwimmt. Das kennt man von vielen guten Vorsätzen, zum Beispiel beim Abnehmen, beim Ziel regelmäßig Sport zu machen oder sich öfters mit Freunden zu treffen. Ja, der innere Schweinehund ist manchmal echt ein harter Brocken und manchmal kommt er ganz schleichend und unerkannt durch die Hintertür wieder herein. Aber gewohnte Verhaltensmuster kann man ändern. Jeder hat schon oft seine Muster verändert und jede Entwicklung bringt uns einen Schritt weiter und bei dieser Sache wird es ebenfalls der Fall sein. Wir werden es entweder schaffen, uns zu verändern und uns selbst zu verwirklichen oder wir werden untergehen. Das ist eine leichte Wahl.
Die große Revolution wird viele Phänomene hervorbringen. Erdenkrieger, die ihr Leben der Sache verschreiben und auch vor radikalen und illegalen Aktionen nicht zurückschrecken werden. Menschen, die scheinbar gegen die Klimabewegung kämpfen, aber eigentlich das zerstörerische System unterwandern. Führungspersonen, die berühmt werden und nachher eine Enttäuschung sind. Aber die große Revolution fängt im Endeffekt im Herzen eines jeden einzelnen kleinen Menschen an. Alles andere ist heiße Luft und fällt früher oder später in sich zusammen. Zuerst müssen wir das innere System trainieren, einen starken Willen entwickeln, fühlen, dass wir stark sind, bevor wir die großen Systeme, welche die Gesellschaft abbilden, die Politik, den Lobbyismus oder die Wirtschaft verändern werden. Zuerst müssen wir die inneren Tyrannen besiegen, bevor wir es mit den äußeren Tyrannen aufnehmen können. Ohne starke Krieger kann man keine Schlacht gewinnen. Und wenn ihr meint, dass ein paar Millionen Schülerinnen und Schüler, die freitags statt in der Schule zu sitzen, auf die Straße gehen, es mit dem eingefahrenen, alten und verblendeten System aufnehmen können, dann irrt ihr euch. Wie ihr unschwer auch an der Realität erkennen könnt, denn bisher ist viel zu wenig passiert. Die Jugendlichen, die auf der Straße sind, können stolz auf sich sein. Sie sind ein starker Antrieb und sie haben die Welle schon verstärkt. Aber sie können nicht die Aufgabe der Erwachsenen erledigen. Nur zu bemängeln, was die Jugendlichen Fridays besser machen müssten, ist feige und dumm. Ich habe schon von vielen Erwachsenen gehört, dass die nach der Demo zu McDonald's gehen. Alles nur Ablenkung vom eigenen Nichtstun. Alles nur Angst, sich rechtfertigen zu müssen. Meine größte Hoffnung liegt bei den ganz normalen Erwachsenen, welche die Gesellschaft tragen und die Macht in ihren Händen halten, aber tagtäglich sich nur um die Alltagsprobleme kümmern. Mach mal eine Pause vom Rennen im Hamsterrad und rette die Welt, das wird dir gut tun. Die ganz normalen Erwachsenen, die sind unsere stärkste Macht, die bisher noch am wenigsten zum Einsatz gekommen ist. Leute, wenn wir diese Macht jetzt nicht ganz schnell entfesseln, dann ist es zu spät. Dann haben wir den Kampf um unsere Welt verloren, ohne richtig angetreten zu sein. Doch wie werden wir zu starken Kämpfern für die neue Welt? Leute, wir müssen uns trainieren! Aber in was sollen wir uns trainieren? Etwa im Verzichten, was bei dem klimafreundlichen Verhalten ja immer gleich als ätzende Begleiterscheinung im Raum steht? Verzicht spielt zwar eine Rolle, aber der positive Verzicht. Ich will euch das mal an einem Beispiel erklären. Stell dir mal vor, du entschließt dich, einen Marathon zu laufen. Und jetzt nicht denken, laufen tue ich ja gar nicht gern, das ist ja ätzend. Wenn du es willst, findest du es ja nicht ätzend. Du kannst auch immer, wenn ich im folgenden Marathon sage, dir etwas anderes vorstellen, das deine Kompetenzen übersteigt und das du aber erreichen möchtest. Vielleicht, dass du Pilotin werden willst, obwohl du kein Abi hast. Es gibt unzählige Beispiele, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Wenn du dich also entscheidest, einen Marathon zu laufen, dann fängst du ganz sachte an, dich zu trainieren. Du machst dir einen Trainingsplan und du steigerst dich. Ja, und du musst dich ab und zu überwinden, nicht vor dem Fernseher zu liegen, sondern die Laufschuhe zu schnüren. Besonders am Anfang, bis das neue System sich gefestigt hast, musst du dir manchmal in den Arsch treten, um dein Trainingsvorhaben einzuhalten. Aber immer, wenn man es geschafft hat, kommt das gute Gefühl und man ist froh, nicht nur vor dem Fernseher rum gewesen zu sein. Mit der Zeit muss man gar nicht mehr daran denken, an bestimmten Tagen gleich nach der Arbeit seine Runde laufen zu gehen. Das ist wie beim Zähneputzen, das ist am Anfang auch anstrengend und dann ist automatisiert. Ja, du musst manchmal eine Zeit lang auf bequeme Dinge verzichten, aber unterm Strich wird die positive Zeit deutlich vermehrt. Denn wenn du erst eine Runde laufen gehst und danach etwas fernsiehst, wird das Fernsehen umso schöner sein. Wenn du einen guten Trainingsplan aufgestellt hast, der nicht zu hart und nicht zu lasch ist, dann wirst du schon beim Training für den Marathon glücklicher sein als zuvor. Du steckst dir Zwischenziele und erreichst diese. Du erhältst mit der Zeit die Anerkennung der anderen und du bist durch das Training auch in den anderen Bereichen deines Lebens leistungsfähiger und fitter. Obwohl deine Muskeln durch die Anspannung des Trainings stärker werden, wirst du im Alltag aber entspannter sein. Du wirst gesünder und wenn du mit anderen zusammen trainierst, erfährst du auch noch eine tolle soziale Gemeinschaft. Beim Weltretten ist es genau das Gleiche. Nur, dass wir halt nicht unsere Muskeln, sondern unseren Willen, unseren Mut und unser Handeln trainieren.
Es ist ein Weg, der insgesamt mit guten Gefühlen und einer tollen persönlichen Entwicklung einhergeht. Aber stellenweise und besonders am Anfang auch einer klaren Entscheidung bedarf und eines Planes, um nicht gleich wieder vom Schweinehund nach kurzer Zeit um den Finger gewickelt zu werden. Als Sportlehrer weiß ich, wie wichtig Trainingspläne sind und aufgrund meiner ADS-Problematik weiß ich, dass gute Pläne gegen Ablenkung helfen. Daher biete ich euch als Unterstützung für euer Training eine Webseite an, die ein ehemaliger Schüler von mir für uns erstellt hat. Vielen Dank, Fabio, dass du so viel Zeit für die Weltrettung investiert hast. Hier kann sich jeder trainieren und wir können uns gegenseitig motivieren und uns Hilfe geben. Denn zusammen gelingt meistens alles leichter. Wenn du dir auf der Webseite www.benji.world einen Account erstellt hast, kannst du alles, was du bisher schon für den Klimaschutz getan hast, eintragen. Denn es motiviert einen, wenn man an den türkisen Bereichen sieht, was man schon alles macht. Außerdem kannst du dir neue Ziele setzen, die dann in pink erscheinen und dir visualisieren, wie du dich trainieren möchtest. Denn in dem Moment, wo du dir klar machst, was du schaffen willst und dies einträgst, hat der Schweinehund viel weniger Chancen, dich von deinen Zielen abzulenken. Und wenn du dein Ziel erreicht hast, kannst du es abhaken und erkennst dann in den grünen Feldern deinen Fortschritt. Je länger du dich trainierst, desto mehr Erfolge wirst du verzeichnen können und das fühlt sich gut an. In der Community-Liste kann man Ideen finden oder mit der Suchfunktion ganz gezielt nach bestimmten Handlungen suchen. Wenn ich zum Beispiel nachhaltige Kleidung kaufen möchte, finde ich Mitglieder, die dies schon tun und kann diese kontaktieren und mich so mit den passenden Menschen über unsere Erfahrungen austauschen. So können wir uns gegenseitig beim Weltretten unterstützen und motivieren. Dabei kannst du frei entscheiden, wem du deine Kontaktdaten geben möchtest und wen du für einen zu großen Spinner hältst. Außerdem stärkst du durch jede Trainingsaktivität die Community, denn in der Trainingsaktivitätsliste können alle ganz aktuell sehen, welche Mitglieder sich gerade trainieren, indem sie sich neue Ziele setzen oder Ziele gerade erreicht haben. Es wird ein gutes Gefühl sein, zu sehen, dass andere Menschen sich ebenfalls auf den Weg machen und man sich in der Community gegenseitig hilft. Wenn du mehr über diese Seite erfahren willst, schau dir das dazugehörige Video an. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Den Link für die Webseite und das dazugehörige Video findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn man andere an seinen Handlungen teilhaben lässt und die eigenen Gründe kommuniziert, ist das super, denn das verstärkt die Welle des Bewusstseins. Aber beim Training kann es auch manchmal sein, dass ich es nur für mich ganz allein machen möchte, um meinen eigenen Willen zu stärken. Wenn ich eiskalt dusche, ist meistens niemand dabei. Aber für mich als geborener Warmduscher sind solche harten Willensübungen sehr motivierend. Wenn ich spüre, dass ich sogar so eine scheißkalte Dusche ertrage, fühle ich ganz deutlich, wie sehr ich die Welt retten will. Da ich so einen Scheiß machen will und mich danach sogar noch gut und topfit fühle, ist für mich diese Willensübung unterm Strich ja positiv. Das ist der positive Verzicht, von dem ich spreche. Auf warmes Wasser zu verzichten, hört sich ja furchtbar an. Leute, macht so einen Scheiß auf keinen Fall, außer ihr habt wirklich Bock drauf. Denn sonst ist es der negative Verzicht, den keiner braucht. Das Eintragen in die Liste stellt aber eine gute Möglichkeit für einen weiteren Schritt dar. Für manche wird es vielleicht genug Herausforderung sein, sich vom Enkel zeigen zu lassen, wie man einen YouTube-Kanal abonniert. Andere werden in beidem zu wenig Herausforderung sehen und sich was Krasseres heraussuchen. Egal, was für dich der richtige Schritt ist, tu ihn, denn das ist wichtig. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass es nicht wichtig ist, dass du bereits viel tust. Ja, du bist sogar entscheidender, wenn du bisher nichts oder sehr wenig gemacht hast und dich jetzt entschließt, eine Kleinigkeit zu tun. Denn unser größtes Potenzial liegt bei den 80% von uns, die eigentlich etwas tun möchten, aber bisher kaum oder nichts getan haben. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, kannst du am meisten bewirken. Dein Handeln wird entscheidend sein. Dein Einfluss kann weit größer sein als das des Vorzeige-Ökos, der schon lange klimafreundlich lebt und von Leuten umgeben ist, die vielleicht auch umweltbewusst leben oder die ihn überhaupt nicht ernst nehmen und einfach so weiterleben. Du wirst in der kleinen oder größeren Handlung den Kreis von Menschen um dich herum erreichen, die vielleicht weniger Klimaschutz machen. Und das ist entscheidend. Besonders willkommen sind mir die Menschen, die in der klimaschädlichen Industrie arbeiten und einen Schritt weitergehen, indem sie zum Beispiel eine Mehrwegflasche anstatt eines Tetrapacks oder vielleicht auch mehr machen. Leute, jedes klimafreundliche Handeln ist willkommen. Denn wenn, dann schaffen wir es nur ganz knapp, die Kipppunkte zu vermeiden.
Wir brauchen eine Revolution! Ja, das stimmt zwar, Leute. Aber die richtige Haltung ist wichtig. Ich fange zuerst bei mir an, anstatt anderen die Schuld zu geben. Irgendwann werden wir auch die Politiker auf unserer Seite wiederfinden oder sie halt absetzen. Denn wir fahren auf einem riesigen Öltanker im Nebel auf die Klippen zu und keiner weiß genau, wann die Klippen kommen. Aber die Messungen der Wissenschaftler ergeben, dass sie ganz nah sind. Einige demonstrieren und schreien, andere spielen Karten. Der Großteil der Bevölkerung ist mit den täglichen Herausforderungen beschäftigt. Wieder andere versuchen den Offizieren auf der Brücke klarzumachen, dass der Bremsweg vielleicht schon zu knapp ist und dass ein radikaler Kurswechsel unsere einzige Chance ist. So ein Öltanker braucht nämlich bis zu 9 Kilometer zum Anhalten. Die Offiziere sind sich aber uneinig und unsicher und haben Angst vor einer Meuterei, wenn sie den Kurs zu stark wechseln, da dann alles ziemlich wackelt. Daher befehlen sie nur ganz schwache Kursänderungen. Dabei kann jede Sekunde über den totalen Crash entscheiden. Was macht man in so einer Situation als einzelner kleiner Mensch an Deck? Erstens, den anderen in seiner Umgebung durch Handeln klar machen, was los ist. Zweitens, von der Kommandozentrale einen radikalen Kurswechsel fordern. Drittens, wenn das nicht hilft, Brücke stürmen und den Kurswechsel selbst bewirken. Klar, einige werden auf dem Deck sitzen und abwinken und sich das argentinische Rindfleischsteak servieren lassen. Oder sie ein heißes Bad gönnen, weil sie den Stress des Alltags so ertragen können. Aber die einzig relevante Frage lautet, was willst du tun? Wenn genug Alarm schlagen und dies durch ihr Handeln zeigen, dann wird der Person das argentinische Rindfleisch nicht mehr so richtig lecker schmecken. Und die Badewanne ist dann auch nicht mehr so attraktiv. Es wird immer einige geben, die hinterherhinken und denken, sie wären jetzt gerade besonders cool. Aber die blicken es irgendwann auch. Lasst uns auf die Verhaltensweisen schauen, die uns weiterbringen. Ich finde, man sollte bei sich selbst anfangen. Sich selber klar werden, was man will. Sich selber trainieren. Selber seine Entschlossenheit fühlen und die anderen um einen herum an dieser Entwicklung teilhaben lassen. Dann sehen sie die Überzeugung in meinem Handeln und werden motiviert, auch einen Schritt weiter zu gehen. Solange ich aber selber ganz normal auf dem Öltanker herumlaufe, also nur rede, statt irgendwas zu tun, brauche ich nicht hoffen, dass die anderen aufwachen und das tun, was ich nicht mache, um so den Crash zu vermeiden. Wenn wir es schaffen, den Öltanker im letzten Moment herumzureißen, werden wir dennoch Verluste hinnehmen müssen. Vielleicht eine aufgerissene Seite, ein paar Millionen, die über Bord fallen, eine Ölkatastrophe. Aber die Leute auf dem Dampfer werden im Krieg gegeneinander nicht das Öl in Brand stecken, wodurch zig Milliarden von Menschen sterben werden. Jede Handlung minimiert die Verluste, nicht messbar, aber sicher. Schlandi, 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 Schlando, Hallihallo. Wenn wir in Deutschland es schaffen, innerhalb kürzester Zeit die Welle des Bewusstseins so stark zu steigern, dann werden wir eine Kraft freisetzen, die nur in ganz wenigen Phasen der Menschheitsgeschichte andeutungsweise sichtbar wurde. Was wir zu leisten bereit sind, ich glaube, das ist gar niemandem klar. Wenn die Menschen verstehen, worum es geht und fühlen, dass sie es leisten können, werden wir unsere Effizienz im Klimaschutz durch unser Herzblut immens steigern. Wir werden motiviert für die Rettung der Welt arbeiten und dabei nicht wie bei einem unangenehmen Job die Zeit ineffektiv durchhalten. Wir werden Sinn und Befriedigung in unserer Aufgabe erfahren und somit Höchstleistungen bringen können. Jeder Schritt hin zur Selbstverwirklichung, indem wir das tun, was wir tun wollen, macht uns leistungsfähiger. Solche Phänomene gab es schon. Wirtschaftswunder. Manche Selbstständige arbeiten täglich 14 Stunden und sind happy damit. Oder wenn Gesellschaften in Anbetracht eines bevorstehenden Krieges in der Kriegsvorbereitung zusammenwachsen und eine unglaubliche Leistungssteigerung erleben, dann ist es genau das, was wir jetzt brauchen. Mit Herz und Kopf für die Erhaltung unserer Welt arbeiten. Deutschland hat sehr gute Bedingungen, zum ersten hochtechnisierten, klimaneutralen Land zu werden, welches seine Führungsrolle in der Welt unter Beweis stellt und an vorderster Front mitkämpft. Wie im ersten Video schon gesagt, können wir Marktführer bei den Technologien werden, die unsere Welt retten werden. Wir haben mit die besten Ingenieure und Handwerker der Welt eine starke Wirtschaft und ein gutes Sozialsystem, das uns auffängt, wenn wir fallen. Wir arbeiten strukturiert und präzise und dadurch sind wir so leistungsfähig wie wenig andere Länder. Wir sollten mutig unsere Fähigkeiten in den neuen Bereichen unter Beweis stellen. Aber wir brauchen Entschlossenheit, Mut, Durchhaltevermögen und Opferbereitschaft, um diese Welt zu retten. Die Grundlage all dessen ist ein starkes Gefühl für uns selbst, für die Menschen um uns herum und diese wunderschöne Welt. Lasst uns mutig in die neue Welt gehen
und andere Staaten werden uns folgen. Ich bin froh, dass wir in Deutschland ein System haben, in dem oft das Recht siegt und niemand hungern muss. Aber wenn wir den Umbruch schaffen, werden wir nicht nur froh sein, in Deutschland zu leben. Wir werden stolz sein darauf, was wir erreicht haben. Und Generationen werden auf uns zurückblicken und sagen, die ersten 30 Jahre haben unsere Ahnen ziemlich verpennt. Aber als es klar wurde, dass es keine Zeit mehr zum Zögern war, dann haben sie alles getan, was sie konnten, um das Schlimmste zu verhindern, indem sie mutig das System verändert haben. Leute, egal wie wir uns in den nächsten Jahren verhalten, wir schreiben Geschichte, und zwar für die nächsten Jahrtausende. Und wir entscheiden, ob es die Geschichte des Versagens oder des Erwachens einer neuen Welt ist. Der viel zitierte Wert, dass wir nur 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes machen, stimmt, aber ist bedeutungslos. Entscheidend ist die Frage, bekommen wir es in unserer idealen Situation hin, die Welle des Bewusstseins so massiv zu verstärken, dass wir einen Systemwechsel schaffen? Denn dann wird die Welle über die Welt gehen und die anderen Staaten, die weniger Luxus haben und mehr die direkten Auswirkungen der Erwärmung spüren, werden leichter zu überzeugen sein, die Welt zu retten. Deshalb Schluss mit den Ausreden. Lasst uns handeln statt reden. Doch es fängt beim Einzelnen an. Wenn du dich auf den Weg machst, können das alle anderen auch. Tust du es nicht, wird dich kein anderer als Vorbild nehmen und die Chancen steigen weiter, dass wir als Menschheit versagen. Du als einzelner Mensch bist entscheidend. Und wenn wir jetzt schon die ersten 40 von 50 Jahren verschlafen haben, müssen wir halt in 3 Jahren das schaffen, was wir vorher in 40 Jahren hätten schaffen können. Die restlichen 7 Jahre gehen drauf für die Zinsen. Nagel mich jetzt nicht auf diese fiktiven Zahlen fest. Es geht ums Prinzip. Wir stehen an dem Punkt, wo wir stehen. Und die Wissenschaft ist sich einig, dass nur eine radikale Wende uns noch retten kann. Und wir müssen uns da überlegen, ob wir das wollen oder lieber noch 2 Jahre warten und dann noch mehr leisten müssen. Oder, wie es wahrscheinlicher ist, es dann zu spät ist, da die Kipppunkte nicht mehr vermieden werden können. In 3 Jahren schafft man nicht, was man vorher in 40 Jahren nicht geschafft hat. Doch, und zwar mit einer sich selbst verstärkenden Bewusstseinswelle, bei welcher sich jeder mutig bemüht, sie weiter zu verstärken und sich des Zeitproblems bewusst ist, sich trainiert und die anderen daran teilhaben lässt. Der Weg, den ich sehe, ist breit und enthält viele Möglichkeiten. Und egal, ob jemand eine Plastiktüte vermeidet oder 10 Millionen Euro investiert, wir sollten das nicht bewerten. Allein an unserem Gewissen sollten wir uns messen und uns fragen, tue ich genug, um später meinen Kindern, den anderen Menschen und mir selbst mit guten Gefühlen in die Augen schauen zu können, da ich genug für die Weltrettung gemacht habe. Ich will jetzt auch nicht noch mehr Beispiele nennen, denn es geht ums Prinzip, tue alles, was du willst und kannst, um diese Welt zu retten. Aber wenn es so viele Möglichkeiten gibt und wir uns sogar noch aussuchen können, was wir machen, weshalb machen dann so viele Leute nichts? Zum einen ist vielen nicht klar, was auf uns zukommt. Das sollte sich nach dem ersten Basisvideo bei dir geändert haben. Da haben wir einen wichtigen Auftrag, den Menschen um uns herum klar zu machen durch unser Handeln, was auf uns zukommt, in welcher Situation wir uns befinden. Außerdem sehen viele keinen Weg und erkennen nicht, was irgendwie Sinn machen könnte. Ihr kennt jetzt einen Teil meines Weges, den ich sehe. Es ist eine wichtige Aufgabe der Community, die große Chance zu fühlen und den anderen den Weg zu zeigen, indem man ihn geht. Aber vor allem haben die Menschen Angst davor, dass sie nicht mehr so angenehm leben können, wenn sie sich klimafreundlich verhalten. Diese Angst, auf etwas verzichten zu müssen, ist ein dickes Brett. Wir können aber nicht nur unseren Willen trainieren, wir können auch unseren Mut trainieren. Wie gesagt, brauchen wir viel Mut, um diese Welt zu retten. Daher ist es gut, wenn du dich immer wieder überwindest, etwas zu tun, das du dich vorher nicht getraut hast. Das kann bei Verhaltensweisen für den Klimaschutz sein, wenn man zum Beispiel beim Elternabend oder der Familienfeier fürs Klima aufsteht, aber auch indem man ganz unabhängig vom Klima sich traut, jemanden auf der Straße anzusprechen oder indem man mit dem Chef über eine Gehaltserhöhung spricht. Beim Muttraining sollte man folgende 3 Punkte beachten, damit die Wahrscheinlichkeit des Erfolges hoch ist. Erstens, überlege dir, was die Folgen sein können. Zweitens, wenn dein Verstand dir sagt, dass du die Gefahr eingehen kannst, du aber Angst hast, tu es trotzdem, denn das ist Mut. Drittens, nicht zögern, sondern es tun. Dabei kannst du erstens und zweitens übrigens überspringen, denn es passiert dir nichts Schlimmes. Und Mut aufzubringen, das lohnt sich. Denn das macht uns erfolgreich, sowohl im Berufsleben als auch im sozialen Umfeld und ganz besonders bei der Selbstverwirklichung.
Ich kann mich an keine Situation erinnern, in der mein Mut nicht belohnt wurde, aber an viele, in denen ich nicht mutig genug war, das zu tun, was ich für richtig hielt. Und das hatte schon manchmal negative Auswirkungen. Ich bin bisher immer ein Kritiker der digitalen Medien gewesen. Früher war ich selbst fernsehsüchtig und ich habe auch heute das Gefühl, dass manche Menschen das wahre Leben verpassen, wenn sie täglich stundenlang vor dem Bildschirm hängen. Aber ich verstehe auch, dass die Medien Spaß machen und eine angenehme Ablenkung sind. Prinzipiell sage ich, weg vom Bildschirm, raus in den Garten, in Natur, Freunde treffen, Partys feiern, das Leben real erleben. Aber für die Weltrettung sehe ich keinen Weg ohne die digitalen Medien, die uns so eine krasse Kommunikationsmöglichkeit geben, ohne die wir die Welt nicht retten werden. Durch sie haben wir die Chance, die Welle des Bewusstseins so schnell anwachsen zu lassen, dass wir es schaffen können, diese Welt zu retten. Deshalb nutzt eure digitalen Medien, um euer Handeln den anderen Mitmenschen zu zeigen. Neben dem persönlichen Training, welches die grundlegende Voraussetzung für das Wachstum des gesellschaftlichen Bewusstseins ist, werden wir auch in Aktionen den gesellschaftlichen Willen verdeutlichen und bestärken. Ich freue mich schon darauf, wenn wir in den nächsten Jahren das erste Kohlekraftwerk stürmen und dauerhaft stilllegen werden. Das wird eine große symbolische Wirkung haben. Wir warten nicht bis 2038, bis die übelsten CO2-Schleudern, die auch finanziell unsere Gesellschaft extrem belasten, stillgelegt werden. Nein, das werden wir in naher Zukunft machen. Da ich der Politik solch ein Handeln nicht zutraue, wird sie damit klarkommen müssen, dass wir es selbst in die Hand nehmen. Wir machen uns nicht von der Politik abhängig, denn dann sähe es noch viel düsterer aus. Aber die Politik darf jederzeit gerne mithelfen und sie wird ihre Aufgabe auch immer mehr erledigen, je mehr wir selber handeln. Mir ist noch nicht ganz klar, wo die genaue Grenze unserer Handlung liegen sollte. Aber es ist mir klar, dass auch die Übertretung von Gesetzen, die das alte System manifestieren, legitim sind, um unsere Welt zu retten. Doch jetzt konkret zum Handeln. Wenn du wie ich die Welt retten willst, such dir einen ersten Schritt bewusst aus, den du nach diesem Video machen möchtest. Egal wie viele Schritte du bisher schon gemacht hast, den Link für den Trailer an dein gesamtes Adressbus zu schicken, wäre zum Beispiel ein krasser erster Schritt. Warum? Erstens, es verlangt Mut und geht deutlich über die Komfortzone heraus, denn ich zumindest habe da viele Adressen von ehemaligen Professoren, von weit entfernten Bekannten, Chefs und anderen Menschen und es ist mir klar, dass das viel Überwindung kosten würde. Gerade deshalb wäre es ein großes Bekenntnis und würde sicherlich sehr stark auf die anderen Menschen wirken, wenn man erklärt, dass es einen Mut gekostet hat, diesen Schritt zu tun. Einige werden wahrscheinlich den Link nicht anschauen und sich dann auch nicht mehr melden. Das ist Realität. Aber du hast dein Möglichstes getan und klar Position bezogen. Aber einige werden sich mit dir auf den Weg machen, einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist, worum es geht. Ich denke, den Trailer kann man tatsächlich jedem Menschen schicken. Denn die Weltrettung geht wirklich jeden etwas an. Und jeder wird es einsehen, dass wir die Welt nur retten können, wenn sich in kurzer Zeit viele auf den Weg machen, wozu es nötig ist, so viele Menschen wie möglich dazu einzuladen, einen Schritt weiter zu gehen. Außerdem ist der Trailer kurz und somit zumutbar. Die Menschen können sich dann überlegen, ob sie sich die drei Basisvideos geben wollen. Einige Clevere werden jetzt denken, der will nur Klicks sammeln. Ja, das will ich auch. Denn wenn ich medial viel Einfluss habe, dann werde ich effektiver für die Rettung der Welt kämpfen können. Aber wichtiger ist mir, dass sich viele Menschen auf den Weg machen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Video mit ähnlichen Gedanken, das kürzer und unterhaltsamer ist. Dann nimm auf jeden Fall das. Ich habe leider keins gefunden, sonst hätte ich mir diese ganze Arbeit ersparen können und gleich mit den kürzeren und unterhaltsameren Videos anfangen können, auf die ich mich nach diesen anstrengenden Basisvideos mittlerweile echt freue. Denn welchen Weg die Menschen wählen, ist zweitrangig. Hauptsache, sie kommen endlich ins Handeln. Endlich kommt der Schluss. Wie geht es nun nach diesem Video weiter? Im dritten Basisvideo werde ich darlegen, weshalb es für meine Entscheidung zu handeln irrelevant ist, ob die anderen bei der Weltrettung mitmachen oder nicht und weshalb man glücklicher wird, wenn man sich der Weltrettung verschreibt. Außerdem erkläre ich, weshalb man als Weltretter nur gewinnen und nicht verlieren kann. Nach diesem Video kennst du meine Vision, wie wir diese Welt noch retten können. Und du hast dich wahrscheinlich schon entschieden, ob du sie unterstützen möchtest oder nicht. Wenn nicht, dann entscheide dich nun. Wenn du einen Weg kennst, der dir effektiver erscheint, dann wähle auf jeden Fall diesen. Denn tue das, was du für richtig hältst, um diese Welt zu retten. Aber überlege dir, ob der andere Weg wirklich eine Chance enthält, dass wir die Welt dadurch noch retten können. Denn nur dann macht es Sinn, seine Energie darauf zu verwenden. Solange du dich auf den Weg machst, kannst du nichts falsch machen.
Ja, selbst wenn du dich entscheidest, nichts zu tun und das kommunizierst, ist es besser, als wenn du sagst, man sollte etwas tun und nichts machst. Denn das untergräbt die Weltrettung am meisten. Nur Handeln ist Wahrheit, Leute. Was machst du nun, wenn du dich entschieden hast, zu helfen, die Welt zu retten? Mein Ratschlag ist, erstens, überleg dir einen Schritt nach diesem Video und setze ihn um. Je mehr Mut du brauchst, desto besser, aber achte darauf, dass du ihn schnell umsetzen kannst. Zweitens, mach dir einen Plan, gerne mit der Trainingsliste auf www.benji.world, damit du den Weg siehst und die Community stärkst. Drittens, hilf mir, bekannter zu werden, indem du den Trailer teilst und den Kanal abonnierst. Fühle den Mut und tue das, was du willst, um diese Welt zu retten. Und glaube daran, dass es gut wird.